Hallo, mein Name ist Bernd Hackl, ich bin Cheftrainer auf der 7P Ranch und ich und mein Trainerteam möchten euch mit den Kurzvideos einen kleinen Einblick in unser Equipment geben, wie man damit umgeht, in unser Trainingssystem geben, wie man, ja, ich sag mal, Kleinigkeiten selbst daheim machen kann, und ich wünsche euch viel Spaß mit unseren Videos. Wie steige ich richtig auf mein Pferd? Eigentlich ist es super, super simpel. Wichtig ist vor allem, mit welchem Bein fange ich an, sonst sitze ich nämlich verkehrt rum drauf. So, das linke Bein fängt an, linkes Bein in den Steigbügel, zack. Meine zweite Tätigkeit ist meine Hand. Ich nehme meinen linken Zügel, den habe ich relativ kurz, so dass mein Pferd noch gerade ausschauen kann. Rückerle, der ist sehr fein vorne. So, hier kann ich jetzt einwirken, falls mein Pferd irgendwie losgehen würde. Und jetzt komme ich mit dem rechten Bein abgestoßen bis zur Mitte über mein Pferd, zack, und dann erst hole ich mir mein zweites Bein da drüber. Warum ist das wichtig? Ganz einfach, wenn mein Pferd losgeht, dann kann ich mein Pferd mit diesem Zügel beeinflussen, dass er bei mir bleibt, dass er nicht irgendeinen Schmarrn macht, und ich habe Kontrolle über mein Pferd. Das gleiche ist natürlich beim Absteigen, auch hier wieder linker Zügel, kleines bisschen kürzer, den nehme ich mit der Mähne, rechte Hand ans Sattelhorn, dann kann er mich nicht einhängen, Knie anwinkeln, Bein übers Pferd, und jetzt springen wir nicht vom Pferd, wie es viele machen. Ihr könntet mit dem Pullover hängen bleiben, was auch immer. Meine Hand bleibt da und ich drehe einfach nur nach unten. Zack. Super simpel. Nochmal aufsteigen. Achtung. Bein da rein. Und hepp. Sollte mein Pferd jetzt losgehen, kann ihn beeinflussen. Bein drüber. Losreiten. Absteigen, gleiches Spiel. Linker Zügel ein bisschen kürzer. Bein drüber. Und runter damit. Zack. Eigentlich ganz einfach. Ich hoffe, ich habe euch ein paar nützliche Tipps mit auf den Weg geben können. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr abonniert und vielleicht einen Daumen nach oben da lasst. Wer mehr von mir sehen will, auf meinem Vimeo-Kanal findet ihr noch reichlich Content. Und ja, ich würde mich freuen, wenn wir uns vielleicht mal live auf dem Kurs sehen oder so. Bis dahin, haltet die Ohren steif, bleibt gesund. Putz!